Guten Morgen. Das gehört an Stagney. Herr Böth, danke schön für die 200 Biddies. Vielen Dank. Oh, Ball ist schon wieder geschissen über die Nacht. Digga, das ist aber schon heftig. Warum sammelt das keiner ein, by the way? So. Was geht da bei euch ab? Habt ihr gut gearbeitet? 52 und 67, sehr nice. Dankeschön nochmal für die Biddies. So, wir haben jetzt Aiktir Dyr, aber nicht den Boss. Das heißt, wir haben jetzt einen guten Holzfäller. Wer fällt denn derzeit noch? Ja, Bubbles. Bubbles muss aber drin bleiben. Nick ist da, Nathalie. Nathalie legt Eier. Den ganzen Tag. Joltok. Elektrizität. 1, 2, 3, Digga. Ich kann nicht mehr reden. Blitzschnell. Bewegungstempo plus 30%. Okay, bleib mal da. Das ist unser Boss, Aiktir Dyr. Können wir gleich mal gucken, ob der größer ist. Deadream nehmen wir jetzt einfach auch noch mit. Was haben wir da noch gefunden? Irgendwas Neues? Nö. Maus stark. Oh, 100, was? 100? Ach, das war der hier. Der macht aber 175 als Boss. Er ist halt nochmal stärker. Workaholic. Okay. Gucken wir mal ganz kurz, ob der stärker oder größer ist. Oh, wow. Himmelfahrtskommando. Warte, 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 warte. Komm her. Ach, von ganz da hinten. Wow. Komm her. Wo rennst du denn hin? Fällt Holz. Digga, nein. Gib ihm. Was auch immer ihr seid. Oh, what? Was passiert? Was passiert? Oh Gott. Was? Was sind das für Kamikaze? Was? Haben wir unser Zeug kaputt gemacht? Hä? What? Guck mal, er hat halt richtig Bock, ne? Er will Holz fällen. Das ist sein Life. Ist denn mit... Also, er hämmert ja alles weg. Was denkt ihr denn, wie es ist, wenn wir den Sattel holen und ihn reiten? Wie heftig wird's das denn? Muss doch possible sein, ne? Aiktir Dyr Sattel benötigt. Daydream Halsband. Ermöglicht es Daydream, wenn es im Team ist, durchgehend draußen zu bleiben und dir Schützenhilfe zu geben. Durchgehend draußen zu bleiben. Also wenn wir Hashashine rausholen zum Reiten, ist Daydream trotzdem da. Joltok Handschuhe. Gummihandschuhe zum Greifen und Joltok. Ermöglicht es dir, Joltok damit bei Aktivierung der Partnerfähigkeit als Elektroschockgranate zu verwenden. Ah, wir haben Hunger. Warte mal. Pilzis. Okay. Wir bleiben also draußen. Okay. Kleines Fangeisen. Nagel. Das brauchen wir unbedingt. Metallbarren. Ah, primitiver Hochofen. Ah. Endlich Erz raffinieren. Okay, geil. Dreischussbogen. Ein Bogen, der drei Pfeile auf einmal verschießt. Pro Schuss wird dabei nur ein Pfeil verbraucht. Hä, ist er... Braucht er gar nicht mal so viel. Safe. Federhaarschmuck. Hübsche Haarnadel aus Federn. Schützt möglicherweise irgendwie vor tödlichen Kopfverletzungen. Okay. Killamari-Handschuh. Okay, als Gleiter zu nutzen. Ja gut, dann nehmen wir das Halsband erstmal noch, ne? Kann man 3 Punkte Nägel brauchen wir? Okay, der Rest ist noch unbekannt. Dafür müssen wir erstmal richtige Pauls finden. Soll ich mal ein Reparaturset machen?
Haben wir jetzt irgendwas kaputt gemacht? Sehe ich das? Der ist so riesig. Ein Paul ist krank. Nein! Wie helfe ich? Wie helfe ich? Bubbles ist krank. Wie mache ich das? Achso, muss ich mit reinpacken, ne? In mein Ding. Moment. Bubbles hier. Doch nicht mehr krank? Hast du gefaked? Dieser Paul ist gesund und munter. Er wollte einen gelben Schein holen, ne? Bubbles? Hey, warum nimmt das denn ab gerade eben? Warum hat es gerade abgenommen? Wir sammeln doch Holz, warum ging das gerade runter? Oh, so langsam. Huch. Was hat die Blitz jetzt zu heißen? Der Paul schläft vor Stress ein. Hä, was ist denn mit dir? Was hast du denn? Elektrodrüsen. Holz hier rüber. Ich pack einfach überall immer was ein. Holzkeulen, nee. Minderwertige Munition. Ich will jetzt gerne mal gucken. Erstmal reparieren. Ach, das Halsband, stimmt. Mach mal jemand. Das hier wollte ich eigentlich. Rüstung reparieren. Oh, braucht eine Eisdrüse nochmal. Okay, reparieren. So, dann würde ich gern noch. Dann würde ich gern. Hier drei Schussbogen. Einmal. Oh, der braucht lang. Bali macht das schon. Okay. Er fällt halt Holz wie ein Geistesgestörter, aber. Wäre cool, wenn er auch helfen würde beim Arbeiten. Ich muss mir noch den Rest ins Lager packen, dann gehen wir gleich wieder los auf nächste Jagd. Ich habe halt überall mal Zeug. Ich muss irgendwann mal aussortieren. Hier ist so ein Ei. Wir brauchen halt die Brütestation. Das kann rein. Das. Ja, wegen die Keule. Giftdrüse. Munition kann weg. Schießpulver. Ach, ist schon voll. Wo mache ich denn die Baupläne hin? Wo mache ich das denn hin? Muss ja erstmal nochmal hier Fanggeschick erhöhen. Yep. Nummer 7. Holz verstärken. Assassine. Max LP. Nummer 7. Okay. Ah, braucht das ein. Okay, braucht das ein Lila. Okay, Okay, brauchen auf jeden Fall Pfeilis und dann Essen brauchen wir auch noch mehr. Ey, Bali hat gar nicht fertig gebaut. Bali, wo ist denn hin? So, wir machen mal. Hier, guck mal, so viel Bären. 80 Stück. Gönnhorn, muss mal Vollgas geben. Wir können doch jetzt einfach hingehen. Warte mal. Wir nehmen jetzt. Wir brauchen Handwerk. Guck mal, wenn wir jetzt Ike to Deer zurückholen und Daydream holen, hilft er uns beim Arbeiten? Jupp. Nice. Okay. Bali, kannst du ruhig mithelfen? Wo bist du denn? Ach, der scheißt schon wieder in den Vorhof. Mit Natalie. Wir gehen ganz kurz hin und gucken mal, ob wir noch jemanden im Handwerk einstellen können. Hat der Handwerk? Ultimat Handwerk, ja. Natalie, mal ganz kurz raus. So.
Ultima, geh mal arbeiten. Feldholz, nee. Komm her. Annehmen. Hier. Wir arbeiten. Jawohl, danke. Okay. Dann gibt's für YouTube ganz kurz ein Päuschen. Ganz kurz einen Cut. Weil ich mache ein Päuschen so rum. Bis gleich. So, da sind wir wieder zurück. Und der Dreischussbogen ist fertig. Simsalabim. Und das Halsband auch. Nice. Nice. Wie ziehen wir das jetzt an? Hat das Ding jetzt automatisch an? Dämonischer Traumjäger. Und wenn ich ihn jetzt wechsle? Ah, ist er doch da. Guck mal, cool. Hä, mega. Cool. Was, dann sag ich schon Wund, weil du mich dazu zwingst, meinen Samen seit 3 Stunden zu verteilen. Ja, gehört halt dazu, ne? Warum habt ihr denn alle Stress? Warum habt ihr denn Stress? Hä? Habe ich gerne genug Essen oder so? Also machen wir jetzt einen Dreischussbogen? Warte mal. Ach, hast du das hier eine Ernte, okay? Paulus-Rüstung ist so ein wichtiges Objekt. Ah, hier. Okay, schon ausgerüstet. Ah, hier. Okay. Okay, haben wir denn genug gegessen? Okay. Wo mache ich denn die Rezepte? Ah, hier. Okay. Stoff- und Metallbahn. Cool. Tanking Hood. Okay, dafür müssen wir halt erstmal das neue Zeug bauen. Ich meine, deshalb könnten die es ja mal bauen, wenn wir jetzt hingehen. Ah ja, primitiver Hochofen. Brauchen wir noch Feuerdrüsen? Alright. Dann könnte man ja... hier. Ganzen Baupläne reinpacken. Den alten Bogen meinetwegen. Ah, wir brauchen noch Pfeilis. Pfeilis. Hier. Okay. Need some help. Warte mal, du willst fertigen? Nee, du musst hier fertigen. Komm her. Hier dran. Und kannst du nicht... Bett. Nein, absteigen. Kannst du nicht auch Handwerk? Wer kann auch Handwerk? Moment. Nee, du kannst kein Handwerk. Kann Eiktier? Nee, kann Holz fällen. Der drin kann noch. Dann spawn du mal kurz her. Nein, nicht transportieren. Das war's eigentlich da dran. Warte mal. Wo ist ein Bali-Mali? Wer von euch kann noch Handwerk? Paul ist schon wieder krank. Warum passiert es denn? Warum seid ihr denn krank? Wo ist denn das Bali-Wald? Ah, da hinten. Bali weidet schon wieder. Nee, du musst mal ganz kurz mitkommen. Komm. Muss für mich kurz arbeiten. Ist das okay? Ja. Ich mache auch mit. Ah, da passt leider immer nur eine Asse. Okay. Oh, das dauert jetzt ein bisschen. Dauert ein ganz klein bisschen. Gut, dann kannst du es ja mal derzeit machen. Wer ist denn der beste Handwerker? Warte, wo haben wir irgendwie eine Stufe 2er oder so? Oh, Handwerk. Sehe ich das denn? Das ist 1. 1, 1. Nee, 2er Handwerk gibt es gar nicht, ne? Bisher. Nee. Okay. Endlosmagen. Bali, du machst es einfach. Alright. Was brauchen wir denn nochmal ganz kurz für den Hochofen? Also die Feuerdrüse haben wir ja gar nicht. Wie gerade eben gesagt. Okay. Heiße Quelle. Paul Saft.
Können wir den noch am besten? Seht ihr gar nicht. Jetzt Paul Saft. Hm. Müssen wir noch finden, ne? Kann ich euch noch ein Bad machen, das wäre vielleicht mal entspannt. Standfackeln. Alright. Müssen wir irgendwann alles sortieren? Machen wir jetzt noch unser Essen. Die Medizin bringt jetzt nichts. Also, doch, wir können sie mitnehmen, falls jemand unterwegs krank wird. Okay. Nein! Er ist hungrig. Dann, Deadream, komm mal her. Helf mal. Danke. Kurzer Arbeitswechsel. Schichttausch. Ball ja die Morgenschicht. Gönnern macht. Ah, Gönnern kocht für uns. Sehr schön. Können wir nämlich gleich alles mitnehmen. Guck mal. Paul ist aber wieder gesund. Ich hab Blood-Section-Hunger. Okay. Wir brauchen noch 35 Lamball, by the way. Alter, 1, 2, 3. Erhalte Erfahrungspunkte als Bonus für deinen Paul-Dex. Fange 30 Pauls in Höhe, dein Level. Und dann haben wir erstmal das Tutorial fertig, by the way. Ja, Nico! 303, Dankeschön für den Follow. Herzlich willkommen. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. So. Jetzt sowieso gleich Nacht, da können wir eine Runde schlafen gehen. Bumbles möchte nur einen kleinen Drücke, dann funktioniert er wieder. Okay. Wo bist du denn? Da. Streicheln. Komm hierher. Eines Bubbles. Ja, oui. Okay, kannst weiterarbeiten. Ich bin mal gespannt mit dem Dreifachschuss, wie heftig der ballert. Und wir hatten doch das Ding für die Armbrust, ne? By the way. Armbrust. Schalte das Rezept für Armbrust selten frei. Der Gegenstand kann fortan mit Hilfe von hochwertiger Werkbank gefertigt werden. Ach so. Ach so. Haben wir noch gar nicht. Der Dream hat bestimmt gleich Hunger wie Sau, ne? Aber Gönnhorn kocht er für uns, wie gesagt, da hinten. Nächste, was wir außerdem brauchen, um mehr Pauls einzustellen, ist eine heiße Quelle und einen primitiven Hochofen. Das heißt, wir müssen die Feuerdrüsen sammeln. Ich denke, die kriegen wir so von so Gönnhorns. Und den Paulsaft muss ich mal gucken, wo wir den herkriegen. By the way, für Coop brauchst du keinen Server. Du kannst deinen Spielstand einfach auf mehr Spieler stellen. Das gibt bis zu 4 Spieler, soweit ich weiß. Oh. Nicey. Also. Thanks. So, noch einmal rundlaufen, dann haben wir's. Haben wir echt mal ein paar Pfeilies, dann können wir wieder auf Jagd gehen. So, fertig, danke. Alright. Oh, wow. Level up. Nice. Katmir, Dankeschön für 190 Spiddies. Vielen Dank. Was ist denn heute los? Vielen lieben Dank. Hochwertige Werkbank, da ist er ja schon. Metallspitzhacke, Metallaxt. Liftmunk-Maschinenpistole. Ermöglicht es ihm, sich bei Aktivierung der Partnerfähigkeit auf den Kopf zu setzen und dir damit Schützenhilfe zu geben. Wieder was? Was? Danach gibt es eine Entehakenpistole. Eigtür. Ein Sattel. Für ein Eigtür dir. Mittelalterliche Pharmaziewerkbank. Fleischerbeil, Fellrüstung. Topfpflanzenset. Oh, geil. Freue ich mich, wenn wir ein bisschen einrichten können. Ich save mal ganz kurz, die Punkte machen wir später. Müssen halt erstmal den Hochofen und sowas machen. Aber es sollte kein. Warte mal. Kein Problem nicht sein. Ihr schlaft schon alle? Jöp. Holzi. Stein. Oh, 102 Steine. Uff. Hier rein. Okay. Thanks.
Dann gehen wir eine Runde schlafen und dann gehen wir los. 6 Bären nehmen wir auch noch mit. Oh, wir brennen. Oh, sorry. Wir haben ein klein bisschen Hitze. Ich weiß gar nicht warum. Gute Nacht. Wir schlafen die Hitze einfach weg. Jawohl, oder auch nicht. Danke. Sehr. Jetzt können wir uns wegteleportieren. Wir holen Hascha. Und wir gehen, wo gehen wir denn hin? Sollen wir da oben hin? Da kommen wir jetzt zur Standardinsel, ne? Ebene des Aufbruchs. Ah ja. Okay, dann gehen wir woanders hin. Wir gehen hier unten südlich irgendwo. Dann gehen wir hier zur kleinen Bucht. Irgendwas brauche ich. Warte mal, das ist für Fishermans, glaube ich, jetzt. Oh, ungenutzte Statuspunkte. Mit dem Inventar geht's ja derzeit, aber ich glaube, wir bräuchten ein bisschen... Weiß nicht, wie effektiv die Angriffskraft hier ist, ne? Ich glaube nicht, dass das so viel triggert, sage ich ehrlich. Ich würde sagen, also 100 mehr HP ist schon... Weil dafür, dass wir irgendwie so 1000, 1500 HP haben, wie so ein Tank. Ja, und dann halt die ganze Zeit irgendwie batschen gehen. Jetzt will ich mal testen. 3-Schussbogen. Wow. Okay. Guck mal, das ist ganz verwundert. Was? Mein Mann ist tot. Sorry. Hä, mal cooler jetzt, ey. Soll es ja an sich kein Damage machen, oder? Ja, maybe schon. So, welche Richtung müssen wir denn in diese? Okay. Let's go. Auf in neue Wege. Oh. Relaxaurus. Kann ich den... Ist jetzt der gerade aggressiv eigentlich? Ne, der schießt nur, wenn wir schießen, ne? So, der Relaxaurus ist, glaube ich, noch zu strong, ne? Das ist noch eine Seele, by the way. Nehmen wir mit. Flauschiger Kryptid Patriarch. 1270 sollte mal machbar sein, ne? Level 11. Wow, viel zu weit. Nein, ach, ich habe ja gar keinen Bogen mehr, jetzt merke ich. Hui. Wow. Was passiert? Komm mal zurück. Wollt ihr den Big Boy? Oh, wir haben... Fight, Leute! Oh, komm her! Nein, ich will dich! Nein! Ich bin eingefroren, Diggi! Ich wollte den... Oh, Mann! Ach, der hat die ganze Zeit Akro... Mich! Komm, ich will dich nur fangen! Au! Komm, wir haben ihn! Akte, dir ist schon fertig mit der Welt. Wow. Dankeschön für den Follow. Oh. Keine Ausdauer. Komm, wir schicken gegen den eigenen Typ. Auch Swee. Der Kleine nervt halt. Nice. Uff. Okay. Hascha, warte kurz, bis er schießt. Nein, ich drauf gehen. Au. Oh, der hittet halt jedes Mal, ne? Uff.
Ja, shit. Nein, uff. Uff. War das gekonnt? Wie soll ich denn die Dingern ausweichen? Das geht gar nicht, ne? Kann nichts machen. Hallo Limbus, Diggi, gute. Ich kann den Dingern nicht ausweichen, die machen aber auch nicht wirklich Damage. Das. Hä? Ach, Assassine kriegt ja die ganze Zeit Damage. Wow. Oh oh. Scheiß auf. Wow! Shit. Oh shit. Was? Der schießt immer noch. Ah, jetzt hat er ihn weggebombt. Guck mal, wie viel Leben der noch hat. Come on. Nein, nicht töten. For real? Hallo DNF. Digi. Wir müssen ihn kurz heilen lassen. Oh, 10 Minuten außer Gefecht. No. Shit, Digga. Wie knapp war das bitte? Guck mal, Chassin hat uns sogar überlevelt, ne? Können wir die schneller heilen? Haben wir nicht jemanden gehabt, der heilen kann? Blitz. Er kann ihn heilen. Wellness-Dusche. Partnerfähigkeit. Kann auf Befehl mit Hilfe seines wundersamen Wassers Wunden heilen und die LP wiederherstellen. Wie mache ich das denn jetzt? Paul anweisen. Hallo Soul Reaper, was geht? Lange nicht mehr gelesen. Wie mache ich das denn jetzt? Wie heilt er mich denn jetzt? Ach, Wellness-Dusche F, da drückst du. Spritz mich an! Okay, spritz mich nochmal an. Spritz mich nochmal an. Hä? Du sollst nicht da bewässern. Spritz mich an. Ach, das lädt unten auf. Ach so, das lädt auf. Ich sehe es gerade. Okay, okay, okay. Ich sehe es. Okay, kannst wieder rein. Schatzsuche. Eier legen. Pengulit-Kanone. Ach, geht noch gar nicht. Statische Elektrizität. Flauschwolle. Weisheit der Schatten. Wenn dieser Paul im Team ist, wird der Angriff von Paul des Typs Schatten erhöht. Okay. Digga, es gibt so viel zu tun. Holy moly. Guck mal, der hat auch 0 Sterne. Wie kriegen wir denn Sterne auf die? Unter dem Avatar? Gute Nacht, Emily. Wie kriegen wir denn Sterne? Also wir müssen jetzt halt ganz kurz warten, ne? 7 Minuten ist halt so. In der Zeit könnten wir halt hingehen und die... Ah, wir haben ja gar keine Ausrüstung mehr. Ich habe nicht mehr einen Bogen. Die Frage ist, ob er halt noch low life ist, ne? Wenn er noch low life ist, könnte ich auch so hingehen. Komm, wir riskieren es. Wir gucken. Ich wollte jetzt 7 Minuten da rumstehen. Ist ja gerade hier vorne. Fox Parks. Aber Fox Parks ist doch was anderes. Haben wir da vorne nicht gehabt, oder? Haben wir Fox Parks schon? Nee.
oder? Gib ihm. Bitch, Bitch, Bitch. Oh, oh, der stirbt. Yep. Feuerdrüse immerhin. Haben wir gebraucht. Hör auf, das die ganze Zeit anzugreifen. Komm zurück. Er ist so aggressiv, der drin. Wilde Pauls sind gefährlich, mit bloßen Händen schon nur schwer zu besiegen. Gut. Oh, da oben. Nightwing. Der braucht aber selbst auch einen Sattel, oder können wir den direkt nehmen? Mit dem sind wir dann komplett OP, ne? Und? Mal gucken, ob der alle respawned hat. Oh. Ja, shit. Was meint ihr, sollen wir den nochmal machen? Die Taktik mit meinem Stein ist halt gut. Wir müssen erst die Kleinen wegmachen. Oh, die ist fast kaputt schon wieder. Versuchen nochmal, okay. Alright. Dann essen wir erstmal was. So. Und dann müssen wir nochmal ganz kurz zurück. Da haben wir jetzt ja schon mal unsere Burn. Feuerdrüsen, der meint. Grand Paul. Okay. Was haben wir noch gebraucht? Ah, das ist nochmal ein Fox Park. Das können wir vielleicht versuchen zu fangen. Was haben wir denn nochmal gebraucht? Wir brauchen. Ah, ein Eisen, glaube ich, ne? Oh, da hinten, guck mal. Diese komischen. Was auch immer. Pflanzen auf dem Kopf-Dinger. Wo ist es denn? Dich haben wir, by the way, auch noch nicht. Ja, direkte Damage. Mach mal Damage. Deadream. Yep. Komm mit. Komm. Nice. Got it. Wenn dieser Paul genug zu essen hat, reifen auf dem Busch auf seinem Rücken Bären. Potenzielle Partner bieten Capri seine Bären an. Hat. Was macht er denn? Forstmeister 3. Alter, Drift State. Da ist eins. Fox Park. Komm her. Schieß mal, der Dream. Wir wollen Stress. Los. Schönen guten Abend. Whitey, was geht? Dankeschön für die 30 Monate, mein Friendo. Oder ist das der Boss? Dankeschön, Dankeschön. Ich hoffe, dir geht's guti. Oh. Der Dream hat nicht getroffen. Hopp, der Dream. Baller mal. 3, 2, 1. Gigakanone. Ne? Wird er getroffen. Jetzt verball ich hier meine ganzen. Oh. Ja, komm. Nice. Ist kurz nach seiner Geburt noch nicht gut im Umgang mit Feuer und verschluckt sich oft daran. Niesende Foxparks sind eine Hauptursache von Waldbränden. Stämmiger Wuchs. Und so Dinosaurier haben wir auch noch nicht, ne? Oh Mann und Frau. Ich will hier ungern trennen, ne? Komm, ich lass mal, ihr seid so süß. Noch. Wir sollen den 5 Lamball fangen. Für die Quest. Gib her. Thanks. So, 2 von 5. Der Dream, du musst kurz chillen. Nicht so viel Damage machen, please. Einmal darfst du noch. Flugrolle. Bali greift an mit Flugrolle. Den bin ich eigentlich so schon. Panda! Dankeschön für den Sabian Lotto! Hello, hello, Lotto! Hello! Oh! Hello! Oh! Ja, nice! 4 von 5! Hello, ihr Lieben! Ein Lamball noch? Lamball?
rennen ja eigentlich bei uns daheim auch rum. Dann gehen wir kurz nach Hause und holen Hascha und so. Dann können wir schon mal den Hochofen bauen. Kommst du in deinen Dream? Ja. Der Dream ist cool. Gefällt mir richtig gut. So ein kleiner Stresser. Ab in die Base. So. Hey, ihr Lieben. Bali hat wieder alles voll geschissen in der Ecke. Schon wieder. Schon wieder hungrig. Ist ja klar, wenn wir kommen. Guck mal hier. Thanks. Was geht hier so ab? 17. Na, gib her. Hier. Eiktür. In der Zeit kannst du... Wo ist eine Eiktür? Ach, der haben wir ja abgelegt. Warte mal. Oh, eine Minute brauchen sie noch. Fox Park. Stämmiger Wuchs, was macht das denn? Verteidigung bis 20%. Okay, Feuererzeugung. Pistani. Kann auf Befehl als Flammenwerfer ausgerüstet werden. Jo. Chill. Daydream ist mega. Daydream müsste auch mal updaten. Lambal. Kann ja ein Dynamo. Elektrisch. Angriffsschaden, okay. Neutralisator. Capri. Forstmeister. Eigene Effizienz Holzfällen 25%. Holy moly. Wild. Aussaat Level 2, krass. Okay. Kevin, du hast Aussaat Level 1. Ich glaube, wir müssen dich ersetzen. Sorry, Bro. Aber außer Level 2 siegt außer Level 1. Nice. Haben wir zufällig hier gerade noch einen Lambal rumfliegen? Das ist noch ein Eiktür dir. Krämis. Krämis. Nö. Oder? Da hinten? Ne, Krämis, Krämis. Einhorn-Diva? Nee. So, wie lange brauchen sie noch? Ah, sind fertig. Nice. Okay. Ah, die healen aber noch. Oh, shit. Dann bleibt man noch kurz drin. Dann gucken wir mal, ob wir noch alles Starkes mitnehmen. Lohnt es sich, das Spiel zu kaufen? Yes, sir. Na klar. Balls verstärken. Deadream. Angriff. Yep. Yep. Und hier. Und yep. Und nö. Gut. So. Jetzt müssen wir noch reparieren, by the way. Nicht vergessen. Oh, das geht auch kaputt. Ne, das war bauen. Ups. Hier. Die müssen wir nämlich reparieren. Nice. Hallo? Ah, jetzt ist es voll. Okay, easy. Drei Schussbogen gleich mitmachen. Dann Stein-Ding hier alles reinhorn. Ah, ist schon alles voll. Wolle kann dabei mit rein. Ah, Pfeile wieder, ne? Pfeile brauchen wir echt viele. Komm. Kann mal jemand mal noch 10 Dinger machen? Das sind immer 30. Wer auch immer arbeiten kann. Blatt-Section, okay. Kommst du? Ah, hi. Arbeit mal. Nein, du sollst arbeiten. Was transportierst du denn jetzt? Blatt-Section. Hallo. Ah, jetzt kommst du. Jetzt geht's bauen. Gehst du bauen? Ja. Ja, da kommt Wilderer. Ach, da oben. Digi, dankeschön für den Sabian Zwiebel. Dankeschön, dankeschön. Vielen lieben Dank. Küsschen aufs Nüsschen, Digi. Ist er voll? Ja, das ist voll. Eiktür ist voll. Können wir noch mitnehmen? Gegen das Lamm-Ding. Bringt es was, wenn wir Feuer oder so mitnehmen? Ist das relevant gegen den? Könnt ihr ja mal probieren, oder? Ist halt Level 6. Man so mal zum Reinschicken, können wir schon machen, oder? Wir opfern ihn. Und vielleicht den anderen Eiktür dir. Oder hier. Kilamari, ne. Könnt ihr mal probieren. Sweet, guck mal, was ist da denn? Das ist das Eis.
Heißt, dann wird vielleicht Blitz funktionieren, ha? Huh? Guter Läufer, nice. Immer Sparket mit, das ist aber Level 4, shit. Joltok ist blitzschnell. Okay, wir nehmen Joltok mit. Jo, probieren's mal. Dann haben wir alle mit drin, ne? Wir sind eigentlich ready. Repariert sie mir, guck mal hier. Oh, Jula will weiden. Was macht sie jetzt? Sie droppt jetzt Bären, ne? Easy. Okay, dann sind wir, glaube ich, ready. Hab ich ganz vergessen, wieder einzuschalten. Ah, du arbeitest ja noch. Dankeschön für die neuen Pfeile. Warte mal, während du hier arbeitest, by the way. Der macht jetzt auf die 18 Scheiß drauf. Wir gehen da mal rüber. Haben wir alles? Ich glaube schon. Oh, Palium. Okay. Hascha. Au. Palium. Palium. Hi. Ist der Boss immer noch hier links? Nee, ne? Nö. Das wäre ein Foxpark. Ein Tiefhand. Rennt der noch hier drin rum? Ja. Ja. Okay, müssen wir halt erst die Kleinen erledigen. Wie ist es denn? Wenn wir uns von oben hinstellen. Oh, was ist das für ein Stein? Ah, das ist ein Bären. Oh, die kämpfen da hinten. Aber oh, wir können leider gerade nicht supporten. Sorry, ihr Lieben. Hm, wenn wir uns oben hinstellen, die ganze Zeit von oben runterbomben, ne? Warte mal. Nur mal so als Idee. Let's give it a try. Oh, es wird schon Nacht jetzt auch noch. Shit. Wenn wir warten können. Oh, die kämpfen gegen. Nice! Oh, warte mal, da können wir vielleicht von hier oben. Komm her. Ah, Hascha, du musst hochkommen. Der Ballern. Oh. Hey, was machst du jetzt hier? Was macht ihr denn? Stopp! Level 2er, Digga. Ich kat's ja ab. Guck mal, du bist ja One-Hit gleich, oder? Das ist Level 6 wenigstens. Hallo, kill ihn. Nice. Good. Oh, nice. Oh, viel zu weit, okay. Oh, sehr geil. Nice. Oh, wir machen die Kleinen schon mal weg. Warte mal, komm, da können wir jetzt auch runter. Oh, oh. Der kriegt halt richtig viel Damage schon, sehe ich. Scheiß drauf, wir gehen rein. Jetzt die Kleinen. Oh, 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 oh. Au, au. Geh runter. Nein, 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 nein. Stopp. Hike hier. Let's go. Müssen uns den Großen kümmern, weil wir verstecken uns wieder hinten dran. Dass er ja nicht weggeht. Wir schießen ihn einmal an. Hi, Kleiner. Oh, IQ ist eingefroren. Oh, wow, schon wieder Damage bekommen. Wow, nein! Oh, ich wollte ihn einsammeln. Antikes Bauteil mal 7. Seltener Pelz. Okay. So, wir können den Brutkasten endlich machen, ne? Ah, wobble, wobble. Okay. Hascha. Guck mal, alle tot hier. Kommt noch diese Sphäre. Was eine Schlacht. Alright. Dann gehen wir mal ganz kurz zurück und healen. Und dann gehen wir direkt los und eskalieren wieder. Wir bräuchten immer noch einen Lamball. Was bist du denn? Ein Ripper? Nee, haben wir auch noch nicht, ne? Schläft. Gehört uns. Shit. Jetzt. Da habe ich gerade mal Level 2, ich wollte mir zu viel Damage machen. Nice.
Dieser Paul hat für gewöhnlich ein Lächeln auf den Lippen, nur manchmal, wenn Kativa seine Tentakel mal wieder aus Jux verknotet, kann sein Blick absolut dämonisch sein. Guck mal, wie viel Daydream da rumhängen. Kommen die nur nachts oder so? Hä, hey, cool. Was bist du? Nox? Nox haben wir auch noch nicht. Angekotzt. Oh, direkt dead, alles klar. Überleg mal, du bist im Schlaf angekotzt und bist einfach direkt dead. What a life. So. Oh, ihr seid ja eigentlich ganz fit. Hast du gesehen, ihr reckt sowieso von alleine. Okay, wir müssen auch recken. Dann gehen wir jetzt einfach nur schlafen, wa? Dankeschön. Haben wir noch was drin? Ja, Bären haben wir auch noch. Sehr nice. Guck mal, Dad, wo gehst denn du hin? Ah, du gehst schon hoch ins Bettchen, okay. Gute Nacht. Die Dad können wir nämlich bauen lassen. Und zwar müssen wir doch jetzt Hochofen bauen können. Ja, nice. Ja. Oh, es kommen 4 Leute. Auf geht's. Aufmachen und bauen. Nick, Bubbles, Bali. Und noch Ultima mit dabei. Auf geht's. Ich mach auch noch mit, komm. Vier Sekunden. Fertig. Holzkohle. Ah, Schießpulver. Okay, Metallbarren. Das kann dann Gönnhorn machen, ne? Oder wer macht das? Doch, Gönnhorn kommt. Mmh, sie brennt den Ofen an. Sehr geil. Es ist so geil gemacht, ne? Es ist so geil gemacht, ey. Paul gönnt sich ein Päuschen, ne? Alles klar, Bubbles. Du kannst auch gern kurz an die Bar gehen. Ja. Reparieren. Ah, schon wieder am Arsch, fast. Haben wir noch irgendwas zu tun? Mama, wir wollten doch noch was bauen. Die heiße Quelle. Ah, da fehlt uns der Saft. Wo kriegen wir den Paulsaft her? Wo kriegen wir Paulsaft her? Haben wir den überhaupt hier irgendwo? Oh, haben wir hier noch die Dinger. Warte mal. Da können wir auch noch rüber tun. Ah, die müssen wir verkaufen. Aber es gibt ja so wenig zu kaufen bisher. Horn kann noch mit rein, Wolle kann noch mit rein. Alright, die Dinger können woanders rein. Wiegen nämlich sehr viel. Wasserpauls jagen. Ah, okay. Thanks for the info. Wir brauchen auf jeden Fall Sphären, by the way. Viele Sphären, sehe ich gerade, bevor wir losgehen. Okay, machen wir ganz kurz fertig hier. Der Dream, kannst du kurz mithelfen? Warte mal. Komm heraus. Also in echt. Helf mal. Dankeschön. Das ist echt cool gemacht. Jeder zu seinen Fertigkeiten. Es gibt viel bessere mal hier, mal besseres da. Es wird immer geiler und geiler. Bald sind wir schon Level 12, by the way. Wir gehen jetzt wieder auf komplett neue Erkundungen. Gleich. Hier, Sphären. 15 Stück. Let's go. So. Können noch einen Baller da hinten. Oh, ist so hungrig. Ist okay. Darfst kurz was essen gehen. Ist okay. Aber nicht länger als eine halbe Stunde, ne? Es geht mit dir, Platz-Section. Könnte ich auch ein Päuschen. Wäre cool, wenn die sich auch an die Bar hocken würden. Ein Stückchen Wein trinken oder whatever. Hey, dankeschön. Feilies? Nee. Gut. Dann sind wir, glaube ich, ready, ne? Komm zurück. Lass mal alle so, wie wir haben. Oh, wir haben Hunger. Ja, wir fressen jetzt erstmal Lamballfleisch hier, bitte. Aschassine wird noch ernährt. Okay. Gut. Dann können wir los. Ja. So. Alright. Wie viele Pfeile haben wir noch? 94, okay. So, also Wasserpauls erledigen. Hier.
Eigt hier. Damage. Damage. Hast du Paulsaft? Ja, hast du. Da drin trifft gar nichts mehr. Na, jetzt wieder zwei Paulsaft. Ich möchte aber mal ganz kurz Hascha. Komm her. Guck mal, da sind deine Freunde. Aber bei uns bist du besser aufgehoben. Hey. Das war ein Lampal, wir brauchen noch eins. Kotz. Können wir es einfach so mitnehmen? Komm. Es ist ein Lamball. Danke. So, dann haben wir alle oben im Tutorial fertig. Nimm deine Ausrüstung, deine Pulse und mach dich bereit, besiege den Boss im Turm des Rain-Syndikats. Wissen wir nicht, wo das ist, ne? Das ist unser allererster Tod, by the way, hier oben. Hey. Ach, die greifen. Hört auf anzugreifen. Komm mit. Daydream. Lass sie in Ruhe. Wir Freunde von Hascha. So, mal gucken, was wir jetzt erleben werden. Auch schon wieder sehr bossig aus hier vorne. Es ist so bossig, dass sich zwei Balis hier dann rumtreiben. Jupp. Nee, willst du nicht wissen. Werden wir schon finden. Denk mal irgendwie im Anfangsgebiet. Sure, das kennen wir alle. Ist ja eigentlich das saudumm, die Paul-Sphären zu craften. Weil du findest sie halt hier überall, ne? Okay, wir brauchen noch ein bisschen Saft von euch. By the way. Jo. Die nähern sich gerade am toten Tiefhand. Sehe ich das richtig? Was sagst du dazu, Daydream? Wer will eigentlich... Will jemand Daydream sein, by the way? Stimmt, Julia wollten wir ja machen. Warte mal. Kommen wir denn da drauf? Ja. Brauchen wir Julia als Begleitung. Ne, für die langjährige Dinge. So, stimmt, hast recht. Oh, oh, jetzt habt ihr alle schon reingeschrieben. Jetzt habe ich gerade schon Julia rein. Da kommt ja noch was. Huch, was geben wir im Tiefhand ab? Wiggle your ass like you don't care, oder was? Der twerk doch. Guck mal das an. Nice. Dann Hascha und Julia die ganze Zeit unterwegs mit uns. Wir können ja versuchen... Oh, so ein Dinosaur ist jetzt alleine. Ah, ne, sind sie nicht. Guck mal, Männer... Oh, zwei Männer. Okay. Ist da irgendwas Neues? Was bist du denn? Rip Bunny haben wir schon. Glaube ich. Kativa haben wir. Chill. Da ist eins. Komm, eins könnte man uns vielleicht holen, ne? Oh, das sind Eier. Also besonderer, ja. Dann können wir... Ah, wir haben jetzt auch einen Technologiepunkt bekommen. Stimmt ja, wir können jetzt brüten. Hör auf anzugreifen. Oh, Hallo. Au. Hallo, jetzt, bitte was? Bitte was? Nein. Was passiert? Nein. Oh Gott, nein, wir sind von innen drin. Shit. Wurden reingebackt. Not for real. Oh Gott. Hashasine, komm her. Bist schon ganz schön down. Good night. Kann ich denn jetzt Hascha irgendwie healen? Ah, der healt von alleine. Okay, wir bräuchten dann wirklich noch den Sattel, ne? Das kommt aber doch im nächsten Level. Wir sind noch kurz davor. Oh, wir sind ganz kurz davor. Wie heftig. Ich bin wirklich gespannt, ob wir dann Eigtür halt in der Größe auch reiten können, ne? Ja, kannst du? Oh, nice. Huch. So. Dich brauchen wir noch. Angriff! Oh, macht der viel Damage, Alter.
Hallo, Eiktür, was machst du denn? Wir haben Holz geändert, wow. Oh, Mist. Nimm die Akku. Nein, ich hab... Oh, Mann. Der ist zu langsam. Weizensaat. Okay. Hascha, bist du wieder teilweise voll? Gut. What the hell is with that? What is that? Ist das einfach eine... What? Oh shit. Yo, wie können wir denn... Ah, mit dem Fliegevieh wahrscheinlich, ne? Oder wir klettern nach und nach da hoch. Will schon wissen, was da hinten dran ist. Sag ich ja, wie es ist, ne? Aber, okay, dann gehen wir mal in die Richtung. Gehen wir den Frostschutz an. Wenn wir dann in die nordige Region reingehen. Vielleicht mit einem Teleporter. Wenn wir nicht, nicht mehr viel weiterkommen, was ich eigentlich bezweifle, gehen wir dahin. Ich würde sagen, gehen wir hier runter und gehen rüber. Maybe, oder? Wir wissen, was da drüben ist. Oh, das ist der Weltenbaum wieder. Okay. Bleib kurz hier, Hascha. Komm mit. So rum. Hip. Okay, seid nur Lambals. Was Besonderes? Ein Monkey. Ein Ei. Rip Bunny. Sind es dann Rip Bunny Eier? Ich glaube schon, ne? Vielleicht anders willst du pinkeln. Huch. Finde es gut, dass wir auch sehen, dass Bubbles sich die ganze Zeit ein Päuschen gönnt, ne? Warum ist denn hier so heiß? Ah, es ist. Warte mal, das ist ja. So Sahara-Dschungelmäßig, ne? Shit, dann haben wir völlig die falsche Kleidung dabei. Aber vielleicht könnten wir schon mal einen Teleporter irgendwo hier sammeln. Und dann nochmal hingehen mit der richtigen. Ich denke mal, da brauchen wir wieder Feuerdrüsen für. Yep. In Ast. Moment. Moment. So. Was ist da hinten? Eine Megasphäre. Feuereili. Heißes Ei. Das habe ich auch. Reicht die Ausdauer für hier hoch? Ja, easy. Kann? Oh, das ist eine Truhe. Oh, oh. So viel dazu. Das ist aber kein Dungeon, ne? Das ist einfach nur Scheiße gebackt, ja. Okay. Haschasine. So. Dann müssen wir mal gucken, dass wir nach und nach vielleicht mal so ein Fliegevieh irgendwo klatschen. Wir noch mal eins irgendwo sehen. Mal hier hoch. Ja, wir müssen halt schon wieder absteigen, warte. Was ist denn irgendwie besonderes Holz? No way, oder? Es gibt nur Holz. Nick kommt seiner Arbeit nicht nach. Aha. Nick, was ist los? Komm. Okay. Hallo. Wir sind Columbus Junior. Komm her. Hier hin. Auf. Herkommen, reiten. Haben wir noch wieder was essen. Hier. Der Dream was auch so wie. Eiktür frisst zu viel, den lassen wir noch so. Oh, noch eine Mega. Digga, gibt's nur noch Mega-Dinger? Sind wir hier zu niedrig vom Level? What? What is that? Da sieht aus wie ein Sichlor. Seht ihr das? Das sind so zwei Sichlors.
Gehen wir jetzt nach Mordor rein, oder was? Ja, wir haben einen Typ mit einer Frauenstimme. Thomas. Und eine Piepstimme. Oh, nice, Teleporter. That's all we need. Nice, Technologiepunkt. Apropos. Komm hier drauf. Brutkasten. Was haben wir da noch? Kleiner Futterbeutel. Schalte bis zu einem Autofütterungslot frei. Wow. Nee, Brutkasten. Die tropische Tracht brauchen wir da halt noch, ne? Aber wir werden auch gleich hier noch genug brauchen. Shit. Okay, spart mal noch. Oh, das ist immer eine Kiste. Gigasphäre. Gut, dann gehen wir nach Mordor. Moment. Bisher ist es noch neutral warm. Einfach normal. Ich denke mal, jetzt wird's heiß, oder? Sieht zumindest danach aus. Was bist du denn? Level 32 Pyrin. Boss. What? Wow. Oh, wow. Sabrina Live. Dankeschön für dein Follow. Herzlich willkommen bei uns. Hallo, hallo. Ich will noch kurz mal gucken. Da ist noch einer. Vielen lieben Dank. Die sind nämlich auch cool zum Reiten. Wo ist er denn? Da. Pyrin. Oh, wow. What are you? Wannwürm, ah, den kennen wir ja schon. Oh. Ich gerade, weil der Sound gewechselt hat, wir werden angegriffen. Okay. Mm, oh, da stehen ganz viele. Da hinten ist auch schon wieder einer. Ich will gerne durchrennen, aber ich... Oder wir warten, bis wir halt so einen Vogel haben und gucken das Ganze von oben an. Guck mal, da hinten ist ein riesen Ding. Ist das ein Boss da hinten? Safe. Hallo Sabrina. Dankeschön nochmal für den Follow. Habe ich jetzt schon Bock, hier hinzugehen? Es macht halt Bock, dass du einfach die ganze Zeit Upgrades schiebst, baust, machst, tust, neue Pals findest und so weiter, bessere Pals. Und willst halt die ganze Zeit erkunden, 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 erkunden. Geil. Oh, Erz. Es brummt jetzt die ganze Zeit irgendwie. Passiert jetzt irgendwas? Oder aber weil wir am Vulkan sind, oder was? That's why, I guess. Vielleicht bricht er gerade aus. Wir gucken mal. Hier ist ja nirgendwo was. Hier ist tot. Kann es sein, dass hier einfach nur Mordor rumgeht? Ich werde nämlich dann raus. Kaufen trotzdem noch eine ganz kleine Runde bis da hinten. Und dann biegen wir nämlich rechts ab. Ins andere Gebiet. Holy moly. Guck, ist nirgendwo. Doch, da hinten sind Pauls. Oh. Obsidiankrater. Will ich stören? Yep. 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 Ah. Das ist ein riesengroßes Ei, kann das sein? Heißes Chumbo-Ei. So nennen sie mich immer. Oh, wir müssen kurz vor Level ab. What the hell, wo sind wir denn? Vielleicht, oh, wenn wir das heiße Chumbo-Ei ausbrüten, kriegen wir direkt so einen. So ein Pyrin. Could be, oder? Aber vielleicht ist er auch zu strong, das Ei. Das Ei alleine killt uns einfach. Hm, ist hier irgendwas Besonderes?
Sonst müssen wir jetzt einfach rüber oder... Oh, da ist ein Ding. Moment. Komm her. Mann, wir brauchen einen Vögel. Oh, was bist du denn? Hä? Na, oh Gott. Wollte mich nur nah angucken. Wulmak. Shit. Ist eingekesselt. What the hell? Oh. Ja, das sind Wannwürm, kann auch sein. Stimmt, wir wären eine Pyrin oder so ein Wannwürm. Oh, hi, Flambell. Hey, cool. Wir sind bloß Level 11, by the way, ne? Gibt's denn auch ein Schwimmtierchen? Oh. Aber zum Glück ist das Wasser hüfthoch. Durchgängig. Oder auch nicht mehr? Shit. Oh, ich bin sehr gespannt, was da abgeht. Guck mal, da oben ist wieder so ein komischer Turm. Wow. Ich will's erleben! Können wir nicht einfach so ein Fliegeding nehmen und Bomben bauen und von oben die ganze Zeit regnen lassen? Das sieht auch sehr bossig aus. Da ist nichts. Sieht sehr... Ich baue hier eine Base-Region aus. Sehen wir da irgendwie so einen Startpunkt? Nee. Und Beacon, Level 29. Holy shit, was ist denn das für ein Drache? Wo sind wir? Ich glaube, wir sind ein bisschen falsch jetzt, ne? Nur so ein ganz klein bisschen, by the way. Erz ist sehr schwer, aber nehm es mit. Braucht halt so wenig für ein Level-Up. Wir gucken, ob wir noch einen Teleporter finden und dann sind wir hier weg. Doch, fangen. Achso, fangen. Ja, nicht mit dem, mit den Sphären, die wir derzeit haben, aber die... Oh, shit. Die reduzieren sich auf unser Level. Wenn wir eins hätten. Also es kann Level 30 sein, ist aber dann auf unserem Level 11. Oh, oh. Ach, Socks. Level 10 und Level 12. Das geht da... Digga, wie dick sind die denn? We got something to do. Kotzen! Oh. Hey, das war nur antäuschen. Oh. Weil der umso weit oder so mehr du dran ziehst, umso höheren Bogen ballert er. Mehr in den Arsch. Na, na. Hi. Baller. Guck mal, was das schon wieder für ein Bogen war. Chill. Der andere stimmt auch an, ich seh's doch. Oh shit. Komm. Ja, oh Gott, mein Leben. Aschassine brennt. Eiktür. Los. Wow. Oh no, ich hab doch gerade reingeholt. Digga, und wir haben keinen Teleporter hier richtig. Sehr stressig. Oh, shit. Okay. Hascha, du musst kurz regenerieren. Haben wir wenigstens unser Level? Ja, wir sind Level 12, okay. Na, gute Nacht, Thomas. Haben wir es gefangen? Oh, kann sein. Das Zeug geht ja hoffentlich nicht weg, ne? Da oben. Ich brauche 10 Metallbarren, okay, aber das ist vielleicht wert. Das mit rein. Hochwertige Werkbank, Metallspitzhacke, Metallachs. Bietet guten Schutz und halt anständig warm. Rüstung aus Leder. Okay. Wir gehen erstmal schlafen. Nein. So.
So. Hui. Boah, jetzt rastet es aber alle aus hier. Jetzt können wir mal... Oh, 29 Metallwaren, das ist ja nice. Ach, wir müssen ja noch die heiße Quelle machen. Aber wir haben unseren Saft verloren. No. Stoff und Stein. Ja. Da brauchen wir noch Nägel, shit. Auch wieder Nägel. Okay, wow. Dann guck mal. Oh! Ah, jetzt habe ich die Eiktür rausgeholt. Sorry, bleib drin. Verdrückt. Ja. Sattel. Haben wir zum Glück genug. Let's go! Wie machen wir denn Nägel? Machen wir die hier? Ah ja. Kann mal jemand ein paar machen? Wir bräuchten auch, by the way, jemand hier zur Arbeit. Wir holen mal Julia raus. Ja. Helf uns. Oh, dauert ein bisschen. Dauert ein bisschen. Müssen wir kurz warten. Ja, sehr gespannt. Dann können wir ihn noch reiten und Hasha können wir noch reiten. Mal gucken, was er noch... Da macht, glaube ich, so Laserstrahl, ne? Vielleicht können wir da auch auf Range mit dem Eiktür schießen. Dann holen wir unser Zeug. Suchen den Teleporter. Bauen die heiße Quelle und können nämlich noch einen Paul mit reinsetzen. Sehr geil. Und können auch den, ja, heiße Quelle machen und mal gucken, was wir noch bauen. Vielleicht gehen wir dann auch schon mal hier zum Turm des Rain-Syndikats, wo auch immer der ist, und suchen den mal. Ich bin immer noch auch hart der Meinung, by the way. Noch mehr Lebenspunkte. Ich will gerne nachskillen können. Die Drüsen, by the way, tue ich mal hier weg. Mal rein. Ah, ist schon voll wieder. Ich hab ein bisschen doof gebaut mit den Kisten. Aber dies wurde dies. Hier. Komm wieder. Hier. Holy moly. Oh. Platz-Action baut die Nägel. Immerhin. Sieht das denn aus wie Julia? Oh. Unser Sixpack. Hallo, hallo. Sieht aus wie Julia. Wenn der Kevin, weißt du schon, wo dieser Rain-Syndikat-Turm ist? Weil du vorhin gesagt hast, ob ich die Info haben will. Ja, okay. So. Ich möchte halten. So. Sehr nice. Wow. Wow. Ey, was geht da ab? Was fightet da? Ach, irgend so ein kleines Ding. Wow. Oh, shit, Alter, was ein Ansturm. Alter, hat einen weiten Weg wegen seiner Range. Holy. Okay. Überhaupt nicht big, also feier ich. Absteigen. Nee, ich will... Nein, ich will keinen Pilz, ich will absteigen. Ich will... Ich kann nicht absteigen. Ich drücke F. Ich halte F. Ah, jetzt. Okay, Hasha wieder da. Oh, 4 Minuten noch. Ich glaube, wir müssen dich einmal daheim lassen, Hasha. It is what it is. Wo ist denn jetzt... Ah, hier. Azox Level 12. Sadist. Heizung auf 4 Hufen. Holy. Azox. Ah, die kann man auch noch reiten. Ach, krass. Ich lese gerade mal. Feuerzeugung sogar Level 2.
Und Gunhorn hat Feuerzeug Level 1. Okay, wir müssen Gunhorn ersetzen. Denke ich mal. Setzen wir den mal rein. Hi, Bro. Der fällt jetzt sogar Holz. Ach, da kann er noch mehr, nicht nur Feuerzeugung. Also wenn ich dem jetzt hier Essen auftrag, ballert er richtig durch, ne? Mama. Komm mal her. Yo. Wie hoch geht's denn wahrscheinlich? Ich schätze mal so Level 3, weil er jetzt sogar Level 4 wahrscheinlich. Huch, jetzt halt wieder auf. Ach, jetzt geht er darüber. Okay. Ach, der macht jetzt. Ah, der macht die Lampen an. Weil die gehen nämlich auch nach und nach immer wieder aus. Ach, cool. Cool, wie der so nach und nach Prioritäten hat. Ja, da heißt es immer. Stimmt, warte mal. Nice idea, warte. Es ist nicht Einhorn. Es ist Doppelhorn. Einhorn digitiert zu Doppelhorn. Einhorn ist groß geworden. Nice. Und Engel ist ja auch schon da. Okay. Wie sieht's aus? 2 Minuten. Ja gut, wenn wir eigentlich hier. Okay, warte, dann gehen wir jetzt. Nein! Stopp, hier rüber. Oh shit, ne? Okay, wir müssen einen langen Weg laufen. Wir müssen. It is what it is. Alright. Kommen Sie bitte her, guter Mann. Hier. Wer will denn eigentlich Eiktür sein? Haben wir noch jemanden? Können wir es gleich mal wechseln. Wen soll ich reiten? Aru? Opfer mich? Okay. Dann bist du jetzt... Oh, ich kann nichts machen. Warum kann ich nicht drauf? Ah, so. Wir reiten Aru. Cooler Name. Okay. Warum kann ich nicht... Ah, jetzt kann ich reiten. Aru, let's go! Wir müssen halt an der Richtung. Hier hinten links irgendwo, da hinten. Bin ich jetzt sogar mit der Hornschleuder voll... Digga, das ist voll der Boost. Voll Cheating. Guck mal, sehr geil, Aru. You're strong.